Ja, hallo, grüß euch zum heutigen Tutorial von Click and Smile Fotografie. Heute haben wir weniger Tutorial, sondern mehr ein Making-of-Bild von diesem Bild, das wir hier sehen, wo die Wassertropfen aus dem Handy-Display rausspringen. Die Bilder selbst sind nicht von mir, sind von pixabay.com, einem Stock-Fotoportal, wo man die Fotos für alles verwenden kann. Lizenzfreie Bilder findet man dort. Ich muss dazu sagen, dass da die Perspektiven der beiden Bilder nicht wirklich zusammenpassen. Der Wassertropfen ist von weiter unten fotografiert worden, das Handy von weiter oben. Also die Kamera war beim Handy viel weiter oben positioniert als beim Tropfen. Habe aber in diesem Moment jetzt nichts Besseres gefunden. Zum Selbstfotografieren habe ich leider keine Zeit gehabt in diesem Fall. Dann machen wir es so und ich gebe euch einfach den Hinweis darauf, dass die Perspektiven nicht ganz stimmen. Hier haben wir das Vorherbild. Und hier das Nachherbild und das schauen wir uns jetzt an. Ich lösche mal alle anderen Ebenen. Jawohl, haben wir das Ausgangsbild. Jetzt starten wir, dass wir dieses Wassertropfenbild in unser Original-Ausgangsbild reinkopieren. Ctrl A alles markieren, Ctrl C alles kopieren und mit Ctrl V fügen wir es in diesem Bild jetzt ein. Dann wechseln wir gleich in den Transformationsmodus. Ctrl T, Steuerung T, dann kann man das transformieren. Bei solchen Sachen immer wichtig hier das Kettenzeichen markieren. Da kann man das ändern, ohne dass sich das Verhältnis des Bildes ändert. Was man jetzt hier aufpassen muss, dass diese Tropfen natürlich gerade nach oben springen und dass ich jetzt sehe, wo ich da auf dem Display umgehe. Ich tue dabei die Deckkraft ein wenig runter. Und da sieht man schon, da sei mal, ich mache das jetzt ein wenig größer, dass die Tropfen ein wenig größer werden. Die sollen jetzt in der Mitte vom Display rausspringen. Jawohl. Als nächstes müssen wir da dieses Display maskieren, sprich, dass nur im Display diese Wassertropfen angezeigt werden. Überall anders soll es ausgeblendet werden. Wie machen wir das? Mit einer ebenen Maske. So, jetzt kann man da zum Auswahlwerkzeug da heroben. Das wäre das Polygon Lasser Werkzeug, nehme ich in dem Fall, weil wir da alles gerade Kanten haben. Da markiere ich jetzt das Display. Jawohl. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen das Display weiß lassen, da die ebenen Maske hier schon weiß ist. Sprich, müssen wir die Maske invertieren mit Ctrl, Umschalttaste und I. Wird die Auswahl umgekehrt. Und jetzt können wir mit der schwarzen Vordergrundfarbe da das ausmaskieren. Sieht man schon da alles, was jetzt da schwarz ist, wird nicht angezeigt. Weiß, das Display bleibt angezeigt. Und wenn wir jetzt da auf 100% Deckkraft gehen, wieder sehen wir, jetzt haben wir das einmal im Display drin. So, jetzt müssen wir das Ganze da heroben, die Wassertropfen wieder sichtbar machen. Und zwar geht es jetzt mit der weißen Vordergrundfarbe. Schauen wir mal, wo sie umgehen. Da ist noch ein Wassertropfen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir markieren mit der Auswahlellipsen, mit dem Auswahlellipsenwerkzeug hier diese Kugel. Und malen rundherum wieder schwarz. Schwarze Vordergrundfarbe rundherum. Also wir müssen wieder invertieren. Ctrl, Umschalt, I. Und jetzt können wir das so rundherum ausmaskieren. Das gleiche machen wir mit dem Wassertropfen herunten. Markieren das Ganze wieder, mal Auswahl aufheben und wir markieren das Ganze und wieder Ctrl Umschalt invertieren und jetzt können wir auch hier rundherum, unten brauchen wir es nicht beim Display, da soll es angezeigt werden, aber obenrum können wir das ausmaskieren und jetzt haben wir diesen Tropfen auch freigestellt. So, das Ganze setzen wir jetzt auf weiches Licht. Sieht man schon, jetzt wird da unten das Display wieder sichtbar. Die Wellen sieht man trotzdem. Was ich jetzt hier sehe, ist, dass mir das so nicht gefällt, weil man sieht ja die Wellen eigentlich fast gar nicht mehr. Das heißt, wir spielen eigentlich mit der Deckkraft. Gehen mit der ein wenig runter und so gefällt mir das schon besser. Also ich will jetzt, dass darunter die Symbole am Display noch sichtbar sind und die Wellen sich eigentlich darüber legen. Und das schaut schon gar nicht mehr schlecht aus. Da sieht man jetzt, dass wir hier vorher ein bisschen ungenau freigestellt haben. Das tun wir jetzt nochmal nachbessern. Ja, und dass wir schön diesen Wassertropfen erwischen.
und wieder invertiert und jetzt herausenrum maskiert. So, jetzt haben wir diesen Wassertropfen auch schön ausmaskiert. So, haben wir die Auswahl wieder aufgehoben. Und dann schaut das Ganze schon nicht so schlecht aus. So, jetzt will ich da an den Farben noch ein bisschen spielen. Dieser Grünton gefällt mir nicht. Ich will da einen blauen Ton haben. So, wähle ich da die Farbton-Sättigung-Ebene, wähle Farbton Grün, weil hier als grünlich dargestellt wird und ziehe das ein bisschen herum. Und da sieht man schon, jetzt geht es ins Bläuliche. Passt meiner Meinung nach besser zu Wasser. Und zu guter Letzt spiele ich jetzt noch ein bisschen mit der Gradationskurve. Da kann man das Ganze noch ein bisschen anpassen. Und zwar soll das Ganze jetzt nur auf die Wassertropfenebene wirken. Also ich erhöhe ein wenig den Kontrast. Sieht man schon, schaut das Ganze so aus. Jetzt mache ich hier eine Zwischensicherung dieser Ebene. Da habe ich mir eine Aktion angelegt, wie das funktioniert. Habe ich in einem anderen Tutorial gezeigt, wie man sich so eine Aktion anlegen kann, um das Ganze schnell auszuführen. Und jetzt markieren wir uns hier das ausgewählte Seitenverhältnis 3 zu 2, den Bereich, den wir haben wollen. Ich will jetzt mit goldenem Schnitt arbeiten, sprich, dass hier das Motiv, die Tropfen in etwa auf einer Drittellinie liegen. Also wenn man das Bild horizontal und vertikal dritteln würde, wären jetzt die Tropfen schön auf der rechten Drittellinie in etwa. Und da machen wir jetzt eine neue Ebene. Mit Ctrl J habe ich die neue Ebene erstellt. Und somit schaut das Bild dann in etwa so aus, wie man es vorgestellt hat. Wie gesagt, die Perspektive passt jetzt nicht ganz zusammen, wie ich eingangs erwähnt habe. Aber ihr habt es, glaube ich, gesehen, wie man das Ganze bewerkstelligt. Mir war eben wichtig, dass man die Symbole noch sieht, weil das Wasser ja durchsichtig ist. Und man sieht da sozusagen auf den Grund hinunter und die Pole sind sichtbar. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz schnell kann man sowas nachstellen. Vielleicht experimentiert ihr auch ein wenig mit dem Fotografieren selbst. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.